Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir jetzt in einem großen Saal spielen. Also wir haben im Gasteig in München gespielt oder im Auditorium in Mailand oder in Madrid. So jedes Mal, wenn man in einem Saal spielt, der von Bedeutung ist und wo man weiß, dass jeder Platz ausverkauft ist und die Menschen kommen, um ein besonderes Erlebnis zu haben und die Akustik stimmt, die Atmosphäre stimmt, das beflügelt natürlich. I find the way to play strangely because I don't remember when exactly. I was super young when I decided to play music, especially violin. Maybe I was 4 or 5 years old, and I don't know from where it came. But I started finally late at 10, and I never left my violin since this time. Zu den Mannheimer Philharmonikern gekommen durch eine gute Freundin von mir, die hier schon sehr lange in den ersten Geigen spielt, und ein anderer Freund, der auch hier früher mitgespielt hat und mittlerweile in Leipzig spielt. Wir haben miteinander studiert und durch sie kam ich dann hierher. Ich habe einmal mitgespielt als Aushilfe und durfte seither immer wieder mitspielen. Classical music for me, it's life. It's my soul, it's my personality, it's everything. When I'm alone, I always listen to classical music. When I cook, when I shower, everything I do it with music. And I don't see myself doing something else. The grouping of all of these different nationalities and people coming from different schools, different traditions of sound, and actually looking into music creates this extremely nice atmosphere, which brings the music of the Mannheimer Philharmonikern to a different level, I think. Das ist auch etwas, was klassische Musik ausmacht, nämlich dass man von überall her Menschen kennenlernt und zusammen diese Musik quasi feiert. Es bedeutet für mich vor allem Freude. Ich meine, moderne Musik bzw. Heutige Musik es hat auch viel Aussage, aber es hat nicht diesen selben Wert, meiner Meinung nach, wie in dieser klassischen Musik, weil es ist für mich etwas tiefgründiger und noch viel ausgereifter. Ich meine, heutige Musik macht Spaß, aber für mich ist klassische Musik noch mehr Freude, einfach, ja. There is something special in this orchestra. It's the power. There is something powerful inside of the relation between us. And because it's young too, passionate. Bojan is passionate too, so he communicates very well and to us. And it's really nice because we can feel the music maybe more with big sensitivity and it's more deep from inside, and I like that. Was Bojan mit uns
zaubert sozusagen. Es ist fantastisch. Also wie diese verschiedenen Gedanken, Herzen und Erlebnissen von der Musik dann sich vereinigen. Das ist die Wunder. Die Elbphilharmonie habe ich noch nie live gesehen, nur im Fernsehen, und ich finde es schon schön, also moderne Architektur. Es ist sehr, sehr groß, sehr riesig, aber es wird wahrscheinlich in echt nochmal ein ganz anderer Eindruck sein, wenn man es dann vor Ort sieht. Was ein positiver Stress bedeutet für mich, und ja, die Erwartungen wahrscheinlich sehr groß. Elbphilharmonie für mich ist actually super exciting. I'm looking so much forward to play there. Die Elbphilharmonie ist für mich ein, ich würde mal sagen, eine Art Meisterwerk in unserer heutigen Zeit, um Musik zu vermitteln, in der sozusagen ein Bauwerk entstanden ist, in dem viele Dinge berücksichtigt wurden, auch also viel technisch gesehen, dass man da einfach eine Akustik versucht zu schaffen, die, ja, ich würde mal sagen, seinesgleichen sucht. For me something special, but not... I will be not nervous more than other concert, because playing for people, it's the same everywhere you play. You play for people, you play not for you, so even it's this hall of this hall. It's something special, yes, because it's beautiful, but and more modern maybe, but you play for people finally, so it's the same. Grundsätzlich glaube ich, es ist sehr wichtig, jedes Konzert als das wichtigste Konzert, was man in seinem Leben spielt, zu betrachten, egal wo man spielt. Also ob man jetzt in einem kleinen Ort spielt oder in der Carnegie Hall. Weil jeder Mensch, der ins Konzert kommt, verdient es, die Interpretation zu hören, die man sich selbst in seinen süßesten Träumen ausmalt. Und wenn man dann weiß, dass man jetzt in so einem besonderen Saal auftritt, tut das dann nochmal so einen Extraschub geben. Also wir sind alle voller Vorfreude, Aufregung, die aber eigentlich nicht zügelt oder bremst, sondern eher beflügelt. Ja. Mein Name ist Marie Apitz, ich leite derzeit das Orchesterbüro der Mannheimer Philharmoniker. Ich bin zuständig für die Disposition der Musiker, für die Organisation von unseren Konzerten, die Buchhaltung und allgemeine Verwaltungsaufgaben. Ich bin natürlich Ansprechpartnerin für jedes Problemchen, das mal auftreten kann. Wenn irgendwas mit der Logistik nicht funktioniert, da sind wir dann natürlich der erste Ansprechpartner. Und ich versuche natürlich auch immer, alles so gut wie möglich zu lösen, damit unsere Musiker glücklich sind. Thank you.
Philharmonie is amazing. I actually expected for more, but it's okay. We take whatever we have. Oh, the gang is coming. It's not a fault. Einerseits ist das natürlich eine wunderbare Präsentationsplattform für das Orchester, das ist klar. Und wenn es in solchen prestigevollen Orten, prestigeträchtigen Orten spielt, dann hat es eine ganz andere Visibilität und wird auch ganz anders wahrgenommen, das ist klar. Aber ich glaube, viel mehr und viel wichtiger ist es für die Musiker, in solchen Orten zu spielen, weil eben dieser Druck, der steigt und der kommt nicht von außen, der kommt von innen, dieser Druck, weil man selbst setzt sich plötzlich, ja, gewisse, jetzt muss das gut sein. Und das ist ja genau das, was die Mannheimer Philharmoniker gerne trainieren möchten in den jungen Musikern, das Probespiel, jetzt muss es klappen. Guys, enjoy it. It will be very, very nice. Every voice counts and everyone can now find its nice balance. Yeah. Mein Professor, Lehrer und langjähriger Mentor Gianluigi Gelmetti, ein fantastischer Dirigent, hat immer gesagt, mente fredda, cuore caldo. Und das hilft wirklich sehr. Das Herz muss brennen, man muss mit Leidenschaft spielen, aber das darf nicht den Kopf vernebeln, weil man dann sich in den Abgrund stürzen kann. Ja? Also der Kopf muss kühl bleiben, der Kopf muss kontrollieren, aber das Herz muss einfach brennen. It's now a few minutes to we start the concert, you know, so some people are very nervous, as you can see. Please follow me. They walk, and I walk too, and that's Asaf also. He plays horn, but now he is in the mood of being a baritone. So, Mannheimer Philharmoniker 2017.